So geht für Theologie, für Verkehr und Verkündigung heute vielleicht besser, die richtigen Fragen zu stellen, als die richtigen Antworten zu geben. Wir sind immer die Leute, die theologisch zu genau Bescheid wissen, weil die meistens verblüffungsresistent und erschütterungsfrei Theologie betreiben. Und so ist Theologie eigentlich nie. Und wenn Sie mal in die Bibel hineinblicken, wie erschütternd manche Gotteserkenntnis ist, wie schwierig mancher Weg der Nachfolge ist, dann ist eben klar, das Dunkel gehört zur biblischen Gotteslehre dazu. Das ist etwas, was wir heute vielleicht wieder erlernen müssen. Eine zweite Herausforderung, die gilt jetzt weniger der eigenen Verkündigungssprache, des eigenen Redens, als der Blickschärfung nach außen. Weil klar ist, draußen wird tatsächlich nach Sinn gesucht. Johannes Rösler von Christen der Gegenwart hat einmal sehr treffend diese Situation in einer Heimatlosigkeit der Vertriebenheit beschrieben, die nach einer neuen Heimat glauben muss. Und hat dafür benannt, durchaus die großen Events, die sie auch erkennen. Vom Papstbegräbnis bis zum Papstbesuch, und hat angemerkt, wir sind sehr häufig damit beschäftigt, ein bisschen die Nase zu prüfen angesichts solcher Events und immer die Frage zu stellen, ist das denn nachhaltig, was da gemacht wird? Als das einmal deutlicher zu machen, dass doch in solch religiös schwachen Zeiten wirklich eine große Zahl von Menschen zusammenkommt, um Glauben zu feiern. Und in dieser Art und Weise des Feierns durchaus eine religiöse Heimat, und zwar ist noch eine Heimat auf der Seite zu finden. Okay, solche Eventkultur ist immer ein bisschen zweischneidig. Deswegen wäre die Frage, gibt es Kriterien, das wirklich zu bewerten, sodass wir nicht nur Bedürfnisse. Also was taugt als Kriterien? Ein kirchenrechtlich angeschöpftes Rasiermesser taugt nichts. Auch Identitäten, die sich nur aus Abgrenzung gewinnen und aus Abwertung von anderen, die sind auch schädlich. Und ein christliches Selbstbewusstsein, das zu unerschütterlich daherkommt, darf auch ein bisschen skeptisch betrachtet werden. Was taugt als Kriterium? Vielleicht die Fähigkeit, mit offenen Augen hinzugucken, aufmerksam zu sein, auch sich mal Dinge von anderen sagen zu lassen, in ein Gespräch einzutreten. Und wenn ich in ein Gespräch eintrete und das wirklich ernst meine, dann ist es eben nicht so, dass ich von vornherein davon ausgehe, dass ich recht habe, sondern durchaus auch die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin mehr Recht haben könnte als ich. Sonst brauche ich nicht mehr mit den Leuten reden, sonst weiß ich schon Bescheid. Offen hinhören, zuhören. Und deswegen wäre vielleicht eine Möglichkeit für Verkündiger, für Theologie heute, dort sich zu platzieren und tatsächlich solche Fragen nach wahren Menschsein, nach Gerechtigkeit, nach Frieden etc. sich ausdrücken, wo nach authentischem Menschsein gesucht wird. Weil diese unaufhebbaren Fragen, die der Mensch immer dort hat, wo er spürt, dass in der Welt eben nicht zu Hause ist, das sind die Fragen, das sind die Suchbewegungen, die eigentlich heute Glaube, Theologie, Kirche herausfordert. Johann Baptist Metz, ein katholischer Theologe, hat einmal von der natürlichen Gotteskompetenz aller Menschen gesprochen. Also jeder Mensch, die draußen rumlaufen, haben eine natürliche Kompetenz für Gott, für Religion, für Glaube. Und deswegen wäre für Theologie, für Kirche eigentlich die Herausforderung, sich mal hinzustellen,
sich mal etwas sagen zu lassen. Auch in Gestalt von Rede von außen, von Fremdprophetie, das eigene neu anzuschauen. Weil das heutzutage die gängige Münze ist, wo christliche Hoffnung überhaupt sich nach außen zahlt. Da mögen manche falsche 50er drunter sein, das merken wir sicher, Gott kurz oder lang, aber anders zahlt sich heute Christentum nicht mehr aus. Spuren lesen lernen, das wäre.